Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich grüße Sie herzlich von unserem Gallusbrunnen zwischen Pfarrhaus und unserer Galluskirche gelegen. Hier ein kleiner Ruhepol inmitten des Verkehrs von der Königstraße und der Alleenstraße. Dieser Gallusbrunnen erstammt aus dem Jahr 2008. Die Steinmetzarbeiten hat Willi Bucher aus Friedingen gemacht in wunderbarer Weise. Und die Plastik, die Bronzeplastik, stammt wieder von Roland Martin. Der Brunnen zeigt unseren Kirchenpatron, den heiligen Gallus, der im 6. und 7. Jahrhundert hier mit dem heiligen Columban den christlichen Glauben verkündet hat. Er hat sozusagen das Christentum hier eingepflanzt. Als Wandermönch war er unterwegs und hat sozusagen sich dann in St. Gallen, dem heutigen St. Gallen, niedergelassen als Einsiedler und hat dort dann gelebt und ist dort auch gestorben. Wenn wir unseren Brunnen anschauen, dann sehen wir den heiligen Gallus als jugendlichen Mönchen hier oben sitzen, der als Wandermönch eben auch irgendwann mal eine Ruhe braucht. Er sitzt da, er schaut auf uns herab und sagt uns, kommt doch auch ein wenig zur Ruhe. Und wir sehen vor allem neben ihm dieses wunderbare Bärchen. Der Bär ist ja sein Attribut, denn der Bär hat er, den Bären hat er gezähmt. Das will auch heißen, er hat sozusagen die Wildnis dort urbar gemacht, und der Bär, dem er geholfen hat, dem er eine Dorne aus der Pfote gezogen hat, der muss ihm dienen. Und ich finde es auch sehr schön, wie das Bärchen da hochschaut zu unserem lächelnden St. Gallus. Unser Gallusbrunnen hat aber auch noch eine andere Bedeutung, die mit Ostern zu tun hat. Wir schalten den Brunnen immer nach der Winterpause zum Osterfest ein, denn es gibt ja auch diesen wunderbaren Brauch der Osterbrunnen in Frankreich, im Elsass. Am Ostermorgen gehen die Menschen dorthin, waschen sich die Augen, weil das bedeutet, man muss die Augen öffnen, um den Auferstandenen sehen zu können. Ja, noch mehr, so wie Saint-Antoine d'Exupéry sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also um den Auferstandenen wirklich wahrnehmen zu können, braucht es das innere Organ, unsere innere Einkehr, unsere innere Spiritualität, eine neue Schule des Sehens, die da an Ostern uns aufgegeben wird. Und so wünsche ich Ihnen allen an diesem Osterfest 2020, dass wir den Auferstandenen erkennen und sehen können, dass wir den inneren Empfänger öffnen für die Wirklichkeit von Ostern, dass Christus das Grab besiegt hat, dass er wahrhaft auferstanden ist.